Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute immer noch aus Sydney, immer noch mit einem furchtbaren Hintergrund, aber ganz wichtiges Video heute, denn ich habe eine Ankündigung und ich fange mich an zu schminken und währenddessen werde ich euch einfach mal erzählen. Und zwar starte ich mal mit einem Primer und da benutze ich den von Tatcha und zwar den Luminous Dewy Skin Mist. Bisschen drauf sprühen. Und danach benutze ich auch schon meine allerliebste Foundation. Ich sehe gerade so blass aus, weil ich muss euch heller stellen, weil hier ist schon gleich dunkel. Auf jeden Fall, die Foundation ist von Yves Saint Laurent und das ist meine allerliebste Foundation den ganzen Sommer gewesen. Und weil ich jetzt auch wieder im Sommer bin, habe ich sie natürlich mitgenommen und muss echt sagen, das ist die beste überhaupt. Okay, auf jeden Fall, ich fange jetzt an zu berichten. Ich bin ja ein Mensch, ich mag Herausforderungen, auch wenn ich vor denen Angst habe. Aber ich mag sie, denn mir ist bewusst, dass sie mich weiterbringen, dass ich immer was daraus lerne und dass ich auch damit wachse. Deswegen ist meine neue Herausforderung oder die nächste, die ich mir vorgenommen habe, das ist crazy, ich habe ein bisschen Angst, das zu sagen, weil damit nagel ich mich selbst natürlich auch an etwas fest. Und meine Haare sind übrigens nass. Nicht, dass ihr denkt, die sind fettig, die sind nass. Ich habe mir vorgenommen, im Dezember jeden Tag ein Video hochzuladen. Ich spiele mit dem Gedanken schon seit Jahren, weil ich natürlich nicht auf dem Mond lebe, sondern ganz genau weiß, dass viele meiner Kollegen das auch hier immer machen. Ich weiß, dass dann vielleicht nicht so viele Leute mehr alle meine Videos schauen, weil es dann so viele sind. Andererseits freut es vielleicht die eine oder andere von euch, weil ja, im Winter, zu der gemütlichen, kalten Zeit, wenn man ein bisschen mehr zu Hause ist, hat man vielleicht auch etwas mehr Zeit für YouTube-Videos und vielleicht kann ich wirklich der einen oder anderen eine Freude bereiten. Und vielleicht können mich auch Leute finden, die mich bisher noch nicht kannten, weil ich Videos mache zu ganz vielen verschiedenen Themen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich wage es mal, ich probiere es mal. Es ist natürlich krass, weil jetzt bin ich hier einen Monat, habe ich mich total entspannt. Bin total zur Ruhe gekommen, bin runtergekommen von all dem, was ich zu Hause hatte. Andererseits habe ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen vorbereitet oder habe auch Kräfte getankt, um zu Hause gleich wieder voll loszulegen. Und theoretisch, da heute der 1. Dezember ist, ist auch heute das erste Video. Ich habe zwar jetzt gesagt, ich mache dann jeden Tag ein Video und das ist auch absolut mein Ziel, wirklich. Auch für mich selbst einfach, wie ich schon sagte, als Herausforderung zu schauen, wie ich das schaffe, wie das so ist und einfach auch mal nachzuempfinden, wie das für Leute ist, die wirklich jeden Tag Videos hochladen. Ja, es ist auf jeden Fall krass. Ich schreibe euch übrigens alle Produkte in die Infobox, falls ihr jetzt vergesst, das ein oder andere aufzuzählen oder euch anzusagen. Auf jeden Fall möchte ich das probieren, weil mich das so sehr reizt. Wie gesagt, schon seit Jahren überlege ich, ob ich das mal machen soll, ob ich das schaffe, wie das wohl wäre, was soll ich überhaupt für Videos hochladen. Und ich muss sagen, mir sind die 24 Videos super schnell eingefallen. Und ich muss mal gucken, ob ich das schaffe mit den 24, also bis Heiligabend. Oder ob ich vielleicht noch Nerv habe, weiterzumachen, wie auch immer. Ich weiß noch nicht genau. Ich will es einfach mal ausprobieren. Die nächste Herausforderung ist natürlich auch, dass ich jetzt gerade in Sydney bin und wir am Montag zurückreisen und die Reise ja 24 Stunden andauert, die Rückreise, und wir dann direkt erstmal 10 Stunden Unterschied zu bewältigen haben. Und das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, erstmal zurück in den Alltag zu kommen und dann aber auch direkt loszulegen. Aber ich habe so Bock drauf, kennt ihr das? Manchmal hat man so Sachen im Kopf, man denkt sich so, boah, wie soll ich das schaffen? Aber man hat so Bock, es gibt eigentlich keinen Umweg, das nicht zu tun. Auf jeden Fall bin ich natürlich sehr gespannt, wie das ankommen wird, ob es euch gefallen wird. Schreibt mir gerne auch Videoideen, falls ihr welche habt. Ich habe zwar schon alles so gut wie geplant, sage ich mal, und mir alles notiert. Aber vielleicht habt ihr noch gute Ideen, wo ich mir denke, oh ja, das muss unbedingt auch noch rein. Und dann wollte ich auch noch fragen, also jetzt gerade, wie ich das hier filme, ne, mit den einfachsten Gegebenheiten, wollte ich fragen, ob das für euch auch vielleicht okay ist, weil so ein ganzes Setup aufzubauen, ne, ist schon relativ viel Aufwand und auch Zeit. Deswegen, wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel so locker flockige Videos sind für euch auch cool,
Und wenn euch mal so vlogartige Videos auch interessieren, einfach so ganz lockere, dann sagt mir unbedingt Bescheid, weil dann würde ich euch vielleicht auch mal zum Shoppen mitnehmen oder so. Und das finde ich nämlich immer bei anderen so cool. Und dann könnt ihr vielleicht auch so ein cooles Video hinbekommen. Dann wollte ich noch sagen, oh mein Gott, Leute, wir sind fast 100.000 auf diesem YouTube-Kanal. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt, weil es ist einfach eine unglaublich große Zahl. Und es ist nicht einfach nur das, weil, ich meine, abgesehen davon, dass jede einzelne Zahl auch ein Mensch ist, ja, der sich dafür interessiert hat oder sich immer noch interessiert, meine Videos zu schauen, dem ich irgendwie gefallen habe, das ist einfach wirklich eine Menge und ich weiß es sehr zu schätzen. Aber es ist auch andererseits einfach die ganze Zeit, die ich so investiert habe, wie viel Arbeit, wie viel, ja, ich meine, from zero, ne? Ich habe mir alles selber beigebracht, alles irgendwie bei null angefangen, nie aufgegeben. Das ist eine große Zahl, vielleicht heutzutage auch nicht mehr so besonders, weil ganz viele so viele Abonnenten haben und viel mehr. Aber für mich ist es einfach so unglaublich, weil ich bin halt eine noch von denen, die nicht diese Zahl erreicht hat. Auch, ganz lange nicht. Also ich weiß, es ist halt bei jedem unterschiedlich und es ist am Ende auch nicht das Wichtigste. Aber irgendwie doch so weit zu kommen, ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Und ich denke halt auch einfach vor allem an die ganze Arbeit und den ganzen Aufwand, den ich investiert habe, um jetzt hier zu sein und überhaupt so was sagen zu können. Und das macht mich schon stolz und irgendwie ist das so krass. Was sagt denn ihr? Wie lange folgt ihr mir denn? Das würde mich auch mal interessieren. Ich überlege auf jeden Fall, falls ihr euch gerade fragt, ich überlege mir auf jeden Fall ein 100.000 Abo Special Video zu machen. Ich habe auch eine super coole Idee. Ich muss auf jeden Fall an der Verwirklichung noch ein bisschen mehr schleifen und das auch finalisieren. Und ich werde auf jeden Fall dabei auch Hilfe benötigen. Das wird kein Video sein, das ich irgendwie selber machen kann. Seid einfach geduldig, wartet einfach ab. Ich werde das auf jeden Fall machen. Also es ist nicht einfach nur gesagt, sondern das wird auch wirklich so werden. Und ich bin auch schon super doll auf eure Reaktion gespannt. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass es auch klappt. Weil, wie gesagt, da bin ich auf die Hilfe von manchen Leuten angewiesen. Und das ist ja oft so, ja, dann ein bisschen schwierig, ne? Weil jeder hat sein eigenes Leben einfach. Okay, ich werde mir jetzt nicht zu starkes Make-up machen, weil wir gehen einfach nur was trinken. Wir haben nämlich hier, mein Mann hat hier einen Cousin, sonst wie vielen Grades, der hier ausgewandert ist nach Sydney. Und mit dem gehen wir heute Abend was trinken und sehen ihn sozusagen das letzte Mal, weil er dann arbeiten muss. Und wir werden morgen ist Samstag, morgen soll auch dieses Video online gehen, werden wir auf eine Blockparty gehen, auf so eine Hip-Hop-Blockparty. Sau cool, ich bin schon so gespannt, wie das so sein wird, ob das auch wirklich cool sein wird, wie wir da aufgenommen werden und so weiter. Aber ich muss sagen, den Monat, den ich jetzt in Sydney war, es war einfach der Hammer. Alle Leute sind so freundlich, man wird so lieb aufgenommen überall. Man findet super schnell Anschluss. Ich weiß noch, als ich nach Nürnberg gezogen bin, ich habe 3 Jahre in Nürnberg gewohnt. Ich habe lange nicht in 3 Jahren so viel Anschluss gefunden, wie hier in den ersten 3 Tagen. Ohne Spaß, Leute. Und ja, und obwohl ich wirklich schon so lange weg bin und ich war, glaube ich, ja, so privat Urlaubsmittel oder generell, war ich noch nie so lange weg von zu Hause. Und es ist so krass, dass ich auch gar nicht nach Hause will. Ich glaube, es liegt ganz viel einfach daran, dass mein Mann dieses Mal dabei ist. Und ich bin total entspannt. Und ich bin so happy, weil dieses Jahr war auch das erste Jahr meiner Selbstständigkeit. Und es war schon immer mein Traum, als ich angestellt war. Ich wollte einfach so viel reisen. Aber entweder hatte ich nicht genug Zeit oder ich habe nicht dann Urlaub bekommen, wann ich den gerne hätte. Also es gab immer irgendwelche Hindernisse, die mich davon abgehalten haben. Und ich habe immer gedacht, Mensch, solange ich noch keine Kinder habe, noch frei und ungebunden bin, eigentlich müsste ich mir genau jetzt die Welt ansehen. Und jetzt bin ich wirklich nur dem lieben Gott dankbar, dass ich das auch machen kann und die Welt auch sehen kann. Ich werde sicherlich auch einen Post machen auf Instagram, wo ich mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lasse. Oder vielleicht sogar hier. Weil ich war dieses Jahr wirklich, ich habe so viele Orte gesehen. Ich bin jetzt Travel oder Reisen ist jetzt nicht direkt mein Content. Es ist ja schon Beauty, Haare, Fashion und so weiter. Aber ich muss sagen, so viel wie ich gereist habe, ich hätte eigentlich auch ein Travel-Blogger sein können.
hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe es so geliebt und genossen. Das ganze Jahr war voller Highlights. Einfach nur der Hammer. Ich weiß, ich habe mir alles erarbeitet. Ich habe nichts geschenkt bekommen. Auch wenn alles natürlich super positiv aussieht im Internet. Was natürlich auch Absicht ist. Ja, weil wir wollen euch natürlich motivieren und inspirieren. Und euch nicht noch runterziehen. Weil jeder hat sowieso ein schweres Leben. Aber ich muss sagen, ich habe natürlich auch... ich habe nicht alles geschenkt bekommen. Es ist mir auch... Ja, vieles schwer gefallen und mit viel Arbeit und so weiter, aber ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe alles angenommen, ich bin damit gewachsen. Ich habe einfach gelebt. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal so deep wurde. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Lippenstift und dann habe ich überhaupt kein Licht mehr hier. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr noch sehen könnt. Ich trage euch mal eine meiner liebsten Lippenkombos auf. Und zwar einmal den Lip Liner in der Farbe Whirl von MAC. Mit dem umrande ich erstmal meine Lippen. Und danach trage ich den Lippenstift von Annemarie Berlin auf. Und zwar in der Farbe Ultimative Nude 85. Und das ist so ein heller Nude-Ton. Passt super gut mit dem Lip Liner. Und das war's auch schon. Hab so eine Nude Lip. Das ist gerade unglaublich. Hier drin ist so dunkel und die Kamera hält es doch eigentlich ganz hell. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Haare machen. Es tut mir leid, dass es so ein halb improvisiertes Video ist. Aber wie gesagt, diese Verhältnisse, unter denen ich hier filmen kann, sind echt unmöglich. Aber ich freue mich, hochwertigere Videos für euch aufnehmen zu können. Ich hoffe, dass euch diese Nachricht erfreut. Ich freue mich jetzt auch sehr auf eure Kommentare. Ich bin auch ganz gespannt, wie ihr reagiert, ob ihr euch darauf freut oder ob ihr sagt, oh nee, das ist viel zu viel. Ich schaffe sowieso nicht alles zu schauen, aber... Ja, wie auch immer, ich danke euch von Herzen und freue mich auf einen coolen Dezember mit euch. Und jetzt mache ich Schluss und morgen habe ich auf jeden Fall schon ein neues Video für euch. Also schaltet auf jeden Fall ein und ich habe noch gar keinen Namen für den ganzen Monat. Deswegen, falls euch was einfällt, weil Vlogmas oder Glitzember oder sowas wollte ich nicht machen. Das habe ich schon zu oft gesehen und gelesen. Ich brauche irgendwie einen eigenen Namen und ich habe noch keinen. Oh mein Gott, wie kann ich anfangen ohne Namen? Aber auf jeden Fall schreibt mir bitte, bitte, bitte unbedingt eure Vorschläge, weil dann nehme ich einfach einen von euren Vorschlägen und das finde ich fast noch cooler. Und ja, danke sehr fürs Einschalten, bis ganz bald und vielen Dank für alles. Tschüss!